Turbinenmotor. Kann man das noch bewegen? Aha. So funktionieren also die Laufkatzen. Weißt du, was das ist hier? Das ist, um Schiffe anzupeilen. Je weiter die auseinander sind, desto genauer. Guck mal hier, sehen wir noch den Top-Zustand, wie die noch auswählen kann. Krass. Ah, guck mal. Nee, das kann nicht sein, dass das so. Nee. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass die so montiert war. Aber hier, guck mal. Die Aufschnittstücke. Jo. Den habe ich aber sonst nirgendwo gesehen, so? Mhm. Aber das könnte sein, dass der wirklich da war. Ja. Weil das würde Sinn machen. Irgendwie schon, ne? Hier um die Lagerkasse. Ja. Guck mal da. Die großen neuen Kreuzchen da. Mhm. Tagesverbesserungsrechenschieber. Da brauchst du mal eine Schulung für. Gegner Wind. Guck mal. Damit kannst du komplett alles ausrechnen. Das bedeutet, du gibst quasi hier die Entfernung ein. Hier gibst du irgendwas anderes ein. Hier kannst du den Wind eingeben. Krass. Guck dir das mal an. Und dann kommt hier am Ende die Koordinate raus. Das ist kaputt. Mega. Und dann wurde das durchgegeben. Hier über diese. Darum? Ne? Nee, das wird die hier aus. Ich glaube, das wird die hier rausgeholt. Guck mal, das wird hier. Das Ergebnis wird dahin. Wir werden es nie erfahren. Wir werden es nie erfahren. Elektrouhr. Krass. Ja, das ist wirklich. Wir konnten das ablegen. Das Rechnen können wir auch ablegen. Bitte? Ja. Der Greifer ist krass, oder? Deswegen passt es eigentlich immer das. Das muss ich immer nur als Schnitt, ne? Mhm. Nee. Nicht das Museum? Doch, doch. Da hinten sind, da sind wir jetzt gerade, genau. Bei der 1. Dann gibt es hier vorne nochmal, da gehen wir auch hin. Genau, da waren wir auch. 6 gehen wir noch. Krasse Nummer. Verschiedene Munitions, verschiedene Kaliber. Stell dich mal neben dieses dicke Kaliber. Nee, stell du dich, ich hab ja die Kamera in der Hand. Nein. Nein! Ja, in Deutschland undenkbar. Aber hier, die Treue ist das Mark der Ehre. Ja, so sah das mal anstatt aus. Vielleicht war das ja. Das ist doch nachträglich, oder? Boah, die Kanonen. Beziehungsweise Geschosse. Boah. Führungsringe, Reinhard der Ergay. 1024,4 Kilogramm. Vergiss es. Kampfgemeinschaft erfordert Kameradschaft, sie bewährt sich besonders in Not und Gefahr. Elektrischer Handbohrer. Ja, das könnte ich auch sagen, ja. Geil, oder? Nockler. Pressmuttern zum Luftkabel. Kolben. Heftig, Originalwerkzeug, Leute. Das sind die Kartuschen. Kartuschka. Mehr Kartuschka.
Hier mal Kartuschenraum. Ganz viele Kartuschkas. Ne, das sind Fässer, oder? Ne, das sind auch Kartuschen. Ja, jetzt weiß man aber, wie viel du hast. Der macht für die Kartuschen. Ja, zum Beladen. Mhm. Sehr gut. Also ein Blick nach rechts. Da ist eine Lore mit den Granaten. Und hier ist eine Wasserbombe. Bomb. Und hier ist der Funkraum. Was ist das hier? Belüftung, ne? Und Warmwasser? Guck mal, Gewehrsteller, ne? Alter Gewehrsteller. Radium. Haben wir gern gesehen. MG42. Alte Kochnische. Und die Latrinen. Ah, nee, das ist der Ölraum. Hier 1700 Liter, 1300 Liter, 1700 Liter. Alles noch in einem perfekten Zustand. Hier könnte man fast noch was lesen, guck mal. Raum, Maschinenraum, Maschinenraum, ne? Vielleicht auf der Seite, siehst du das? Könnte Maschinenraum stehen, ne? Heizungsraum könnte es auch sein. So. Also, hier sehen wir mal, wie das damals aussah. Die waren ja in dem anderen Bunker alle weg. Aber hier sind sie noch alle da. So, mein Kopflicht bei einer GoPro ist leider leer. Aber ich habe zum Glück noch eine Taschenlampe dabei. Höher, tiefer, hier konnte man die Voltzahl einstellen. Instrument umschaltbar. Alter Dieselmotor. Schiffsdiesel. Achtung. Boah. Das ist natürlich auch geil. Ach, das ist ein Lichtschalter. Voilà. Pumpen. Oh, hier. Guck mal hier, Daniel. Wir sind zugänglich, aber Deutschland muss leben. Ach, wir sind vergänglich, aber Deutschland muss leben. Ja, da haben wir jetzt die, ne? Ja. Schau, das ist der zu, ist hier der Raum. Da ist ein Bild von Adolf Hitler. Eine alte Fahne. Das ist ein Originalbild sogar. Krass. Das ist mal krass, Leute. Genau, Gewehrkolben stehen da. Das sind sogar Originalgewehre. Alter Stahlhelm, festgeschweißt, Gasreinigung, ist zu. Ja, ich glaube, es ist Zeit für die Kanone. So, wir sind jetzt in der Kanone drin und wir sehen das erste Mal diese Loren für die Munition. Die kamen hier dann entsprechend durch die Aufzüge. Und dann hier umgeladen, falls das Ding getroffen wurde. Also hier, wir befinden uns quasi in der Kanone jetzt. Dann waren die Mannschaften waren dann entsprechend geschützt durch diese Türen. Boah, da können wir theoretisch hoch in die Kanone, das machen wir auch gleich. Und hier über diese Sprechrohr, hallo, konnte man sich dann verständigen. Ist das hier ein Aufzug, Daniel? Das ist ein Aufzug, ne? Für die Granaten. Das ist der Aufzug, ja. Der Granatenaufzug. Wir haben uns ja gestern noch gefragt, wo das Ding beladen haben. Richtig, das ist der Granatenaufzug. Ja, gab zwei Stück. Einmal für die Granate und einmal dann entsprechend für die Kartusche. So, wir gehen jetzt erstmal komplett einmal hier unten lang. Ja, ich habe das, kenne diese Bauweise. Wir waren schon in der Batterie Todd. Könnt ihr euch gerne auch mal anschauen. Oh, das Video habe ich auch online, auch ein sehr interessantes Teil. Aber hier sehen wir halt noch an der Decke die Metallplatten. Die gingen dann immer hoch bzw. runter.
wenn das Geschütz sich gedreht hat, dann fällt auch die Rollen darunter. Mega. Ja, dann gibt es immer die Fluchten, dass man als Person dann auch zur Seite gehen konnte. Und das ist, wie gesagt, total besonders, dass man hier noch die Loren sieht mit Bremse. Unglaublich. Wirklich unglaublich. Da, wo kam man her? Abrollen, Fahrt, anrollen. Krass. Gehen wir hoch? Wir öffnen hier rein. Ja, ist ja hoch. Hammer. Das ist die große Kanone, Leute. Kriegen wir gar nicht drauf. Nee, kriegen wir gar nicht drauf. Boah, das erste Mal, dass wir so ein Tourette-Ding von unten sehen. Alter. Da seht ihr die Klappen, dass die hoch und runter gehen. Und da kam dann die Munition über den Aufzug hoch. Tarnanstrich, natürlich auch Anti-Rost. Das Rohr ragt noch ein ganz kleines bisschen raus. Das ist zu, aber ich habe gesehen, das ist offen. Wir können auf jeden Fall in die Kanone rein. Das geht schon klar heute. Ich glaube, Daniel ist schon oben, so wie ich ihn kenne. Nee, da ist er noch. Wie, du bist noch nicht oben? Nee, warten wir das gemeinsam. Ja. Den Augenblick. Ja. Bitte? Ja. Da ist der Aufzug. Leider zu. So, wie kommen wir jetzt da rein in die Kanone? Die Treppe hoch. Ja, müssen wir die Treppe hoch. Ich würde sagen, dann gehen wir auch die Treppe hoch, oder? Ne, die ist zu, habe ich schon geguckt. Dein Rucksack stört. Lass mir das mal ausgehen. Es ist dicht. Wir kommen hier doch nicht hoch. Nein? Dann müssen wir außen ran. Lang. Wir wollen jetzt da hoch, Leute. Alter Stachelrad noch. Wir brauchen nur einen Eingang, dann sind wir da oben. Guckt euch das an. Der Jörg ist einfach wieder crazy. Ich bin noch deutsch. Du nimmst mir eh nicht auf. Ja, ich bin happy. Versuche mich mal wieder, die Spur zu fahren. Wieder? Das erste Mal, diese Reise. Ja, nicht ganz. Da ist der Weg. Von Abend habe ich mich auch nicht gesetzt. Du ekliger. Ich bin gleich mal Stopp, das kannst du mal gucken machen können. Was ist das hier? Mein Gott, ist das ein Riesentrümmer. Ist das ein Riesentrümmer? Boah, Daniel, das wird ein schönes Foto, das ich gleich von dir mache. Oh, hier liegt die Kanonenabdeckung. Liegt doch nichts. Und da haben wir das Kanonenrohr. Komplett gezogener Lauf. Man kann bis dahin durchgucken. Man sieht sogar noch die Rußspuren. Hammer. Ja, ja. Mega. Ein Riesentrümmer. 1940. Überall Relikte und Spuren längst vergangener Zeit.
Ja, kann man. Hier haben wir einen Graben und dann konnten wir hier entsprechend, konnte man hier etwas sehen. Freudscher Versprecher hätte ich jetzt fast gesagt. Ultimativ, oder? So, wir gehen dann jetzt mal rein. Bis gleich. So, da wäre ich fast hochgekrabbelt gerade. Vor allen Dingen, wie sinnlos. Alter, ist ja alles noch da. Das ist krass. Ja. Guck mal, Schutzart IP44, das gab's damals schon. Ha. Witzig, oder? Mhm. Ist ja, also kommt alles aus der damaligen Zeit. Boah. Hier, Mündungsreiniger. Oh, ist das ein Riesenkoloss. Ist das ein Riesenkoloss, 1940. Alter. Und gebürstet, so wie du mich. Wie wurde das verschlossen? Wahrscheinlich gab es da, von unten kam das Ding runter. Siehst du, da, das Ding wurde geschlossen. Siehst du, das ist nur die Führung. Ah, okay. Und da drin ist das Verschluss. Da siehst du? Mhm. Siehst du ihn? Und da wurde dann rausgeschossen. Mit dem gezogenen Lauf. Boah, heftig. Hier kamen die Kartuschen hoch. Nee, das ist. Die Abfall. Ja, genau, das sind die Kartuschenabfall. Die leeren Düsen ineinander rein. Korrekt. Sehr gut. Boah, das ist aber wirklich ein Monstergerät. Und das ist hier für die Entlüftung. Boah, du bist doch taub, wenn die hier abgeschossen ist. Und das ist der Schlitten, der wird wahrscheinlich nach vorne geschoben, genau. Und dann wird die Granate dann reingeschoben. Ja, und hier sind die Aufzüge. Hier ist der Aufzug. Ja, und da auch. Ja, die einfach für die Kartusche und einmal für den Sprengkörper. Müsstest du jetzt aber eigentlich verstanden haben. Wir haben uns das jetzt mehrfach schon angeguckt.